Yo, meine Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Zulu Guides. Yeah! Yo, wir wollten uns natürlich auch dieses Mal wieder mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Weiß vielleicht irgendjemand der hier Anwesenden, welches Thema es war? Welches Thema? Wer weiß es, ja? Hier, bitte. Hier, ich weiß es, bitte. Ja, hier, da hinten. Wir wollten uns mit dem Warding beschäftigen. Ja, genau, das ist absolut richtig. Wir wollten uns mit dem Warding beschäftigen. Und ich würde sagen, ab ins Thema! Ich hoffe, ihr habt alle eure Ward-Ausrüstung mitgebracht, denn wir sind ja heute hier im Warding-Unterricht und wer das vielleicht vergessen haben sollte, wird da direkt mit Minuspunkt in der Note, in der Endnote, in der Abschlussnote berechnen müssen. Das wird direkt eure Berufs- und Zukunftschancen verringern, aber das ist nicht mein Problem. Zunächst einmal hätten wir da unser Abwehr-Totem. Dieses Abwehr-Totem kann bis zu 2 Aufladungen aufbauen, bedeutet, dass sich das wie das Smite auf 2 hochstacken kann. Wir haben direkt am Anfang ein Ward bzw. ein Stack ready von diesen Dingern. Dieses Auge ist unsichtbar, kann vom Gegner nicht gesehen werden, außer kurz nach dem Stellen und bleibt für eine gewisse Zeit da stehen und gibt uns Vision. Der Vorteil bei diesem Ding ist, beziehungsweise es levelt mit der Zeit. Ja. Am Anfang gibt uns das für 60 Sekunden nur Vision und hat 180 Sekunden Abklingzeit und das reduziert sich dann mit der Zeit auf 9 Sekunden. Das heißt, dass wir alle 9 Sekunden ein Ward stellen können und dieses sogar 120 Sekunden stehen bleibt, also mit dem Levelanstieg quasi. Als zweites hätten wir da das magische Auge. Das magische Auge ist etwas anders als das normale Trinket, beziehungsweise dieses muss käuflich erworben werden für 75 Euronen. Und dieses Ding hat quasi die Eigenschaft, dass es Unsichtbares sehen kann. Bedeutet, wir können damit einen Akali, einen Twitch oder irgendwas, was kreucht und fleucht, dieses ganz unsichtbare Gesocks, können wir sehen. Der Vorteil bei diesem Ding ist, es bleibt unendlich lange stehen, also unabhängig der Zeit, es bleibt immer stehen. Nachteil ist allerdings, dass es gesehen werden kann. Ja, es ist also, das ist nicht unsichtbar und kann einfach so angegriffen werden. Als letztes Trinket haben wir dann die Weitsichtmodifikation, beziehungsweise als letztes Ward-Trinket. Dieses Ding hier kann man direkt die Vorteile gegenüber das normale Ward sehen, beziehungsweise die Nachteile. Erstmal haben wir eine unglaublich hohe Reichweite, wie wir das stellen können. Man sieht, es sind 650% mehr, das heißt, man kann aus sehr, sehr weiter Entfernung scouten. Dieses Ding bleibt unbegrenzt, genauso wie das Pink Ward, das ist sehr, sehr gut vergleichbar mit dem Pink Ward. Es bleibt unbegrenzt auf der Map stehen. Außerdem hat es eine deutlich kürzere Abklingzeit. Man kann ja sehen, 33% verkürzte Abklingzeit bedeutet, wir haben dieses Ward viel, viel öfter als das normale. Nachteile hierbei sind, es hat ein bisschen weniger Sicht, 45% weniger, das ist schon viel. Und, ja, dass keine Ladung gespeichert werden können, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber es ist, wie gesagt, auch sehbar von den Gegnern wie so ein Pink Ward und kann zerstört werden. Es gibt natürlich noch den Zeitzone, aber den lassen wir jetzt erstmal ganz grob außen vor. Wir schauen uns zunächst erstmal eine Statistik an, warum Warden denn überhaupt wichtig ist. Diese Statistik ist zwar nicht ganz aktuell, weil es hier noch um Stealth Wards geht. Stealth Wards waren die Wards aus den früheren Seasons, die man kaufen konnte, also auch normale Wards konnte man kaufen, nicht nur die Pink Wards. Und bei diesen Wards kann man direkt sehen, das waren diese grünen hier und hier dieser lilanen Anteil ist der Pink Ward Anteil. Und hier kann man direkt sehen, dass Spieler, die mehr Wards kaufen, höher in der Elo einfach eingerankt werden. Und das ist schon so ein sehr, sehr guter Indikator, denn Wards sind Wissen und Wissen ist Macht. Ihr müsst wissen, was die Gegner machen. Ihr müsst wissen, was auf der Map passiert. Ihr müsst wissen, wo sich die Gegner aufhalten. Und deswegen ist Warden so extrem wichtig. Hier eine andere Statistik, die sehr, sehr deutlich macht, wo der Unterschied in den Elos ist. Und zwar können wir hier einmal sehen, das blaue ist das Orb, das Weitsicht-Totem, das gelbe ist das normale Totem und das rote die Speerlinse. Mit der werden wir uns jetzt nicht befassen. Auf jeden Fall haben wir hier auch nochmal eine Einteilung in den einzelnen Elos. Und bei den Elos können wir jetzt direkt sehen, dass wir eine ganz krasse Veränderung haben. Und zwar nimmt der gelbe Ward-Anteil nimmt mit der Zeit bis nach Master hier unten ab, während der rote und vor allem der blaue Anteil deutlich zunimmt. Warum das so ist, das werden wir jetzt gleich klären. Wir springen jetzt erstmal auf die Map und schauen uns grundsätzlich das Warding an. Die erste wichtige Information, die ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr das Ward Trinket automatisch bekommt, sobald ihr die Base verlasst. Ihr seht, auf einmal ist das Ward da. Alleine für dieses Wissen schon, GG, well played, profit, worth. Yo, wir sind jetzt auch direkt mal zur Map gesprungen und wollen uns natürlich jetzt rein chronologisch direkt schon mal anschauen, was denn überhaupt Sache ist. Und der erste Punkt ist das Counter-Invade-Warding, ja, das heißt, invaden, das heißt, die Leute wollen direkt euch hier auf den Keks gehen und direkt in euren Jungle rein. Wir nehmen mal an, wir sind die blaue Seite. Das erste, was ihr macht, es geht nicht in die Mitte und seid AFK, derbt rum. Das macht nur Stress, ja, Leute, das macht nur unnötig Stress. Geht los, lauft instant hier hin. Und stellt direkt da ein Ward rein, ja. Egal, welche Seite ihr seid, ob ihr von der oberen Seite seid oder von unteren. Selbst wenn jetzt genau in diesem Moment hier welche rumlaufen, das ist sogar das Beste, was geht. Dann sehen die nämlich, oh, der hat gerade gewardet, können wir vergessen, gehen wieder zurück.
Weil, wenn die Leute bei euch im Jungle rumrennen und du dann nachträglich dann auch hin musst und irgendwo irgendwelche Buffs geklaut werden in deinen Midlane, du musst immer davon ausgehen, dass dein Gegner schon Midlane im Endeffekt da irgendwo einen Kill kriegt. Und das ist scheiße. Das heißt, Warde hier und auf der Botlane vielleicht entweder hier so ein Ward oder halt hier so ein Ward. Dann, wie gesagt, das braucht nur so Wards sein, dass entweder das Team Bescheid weiß, euer Team Bescheid weiß oder dass ihr seht, ja, die kommen gerade und könnt dann, und die kommen auch gerade und hauen dann ab, so in der Geschichte, ja. Gut, wir gehen dann zunächst auf die Midlane und was, oder Midlane und Toplane, sagen wir es mal. Das sind, denke ich, die gangintensivsten Lanes, gerade was das Early Game angeht. Und um uns hiermit beschäftigen zu können, ist es erstmal extrem wichtig zu wissen, wofür warden wir überhaupt. Wir warden, damit uns der gegnerische Jungler nicht penetriert. Deswegen warden wir. Natürlich gibt es auch Roaming, aber im Early Game ist es eigentlich deswegen, dass wir nicht vom Jungler penetriert werden. Und um zu wissen, wo wir warden müssen, ist es wichtig, um zu wissen, wie verhält sich denn der Jungler. Und deswegen ist es cool, wenn ihr auch ab und zu mal, auch wenn ihr ein Midlaner seid, ist es extrem cool. Und deswegen sage ich ja immer, kenne deinen Feind. Dieses Video habe ich ja auch drüber gemacht. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ist es extrem wichtig, was kann der Gegner, wie verhält sich der Gegner, was macht der Gegner, ja? Zum Beispiel fängt der Jungler beim Red an, fängt der beim Jungler beim Blue an, weiß ich nicht. Also vielleicht weiß ich's. Grundsätzlich, wenn ich's weiß, oder beziehungsweise ich es nicht weiß, dann kann man natürlich Informationen sammeln, vielleicht im Early Game, wenn man so ein bisschen hier rumläuft und sieht, okay, man kann ja hier vielleicht auch so ein Deep Ward in die gegnerische Base reinstellen, also wenn man sich wirklich unsicher ist, wo der gegnerische Jungler startet, dann könnte man hier so ein Ward stellen, dann weiß man, okay, oder wenn man hier auch so ein bisschen rumläuft allgemein hier unten, dann sieht man auch vielleicht oft, okay, die sind alle hier unten, der Midlaner ist hier, der Jungler ist hier, dann wird der wohl da anfangen. Wenn ihr wisst, wo der Jungler anfängt, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, also bei vielen Junglern weiß man es einfach, wenn ich jetzt gegen Skarner spiele, weiß ich, okay, der wird hier beim Blue Buff anfangen. Das ist nämlich extrem wichtig. Es sieht dann nämlich folgendermaßen aus, Leute. Die Jungle-Route ist ungefähr so, dass wir immer bei so einem kleinen Viech anfangen. Also, es ist nicht hundertprozentig immer, aber meistens ist es so die Reihenfolge. Wir werden hier Level 2, ab hier werden wir Level 2. Wir gehen zu diesem Camp, das ist der Blue Buff, und gehen dann zum Red Buff. Und werden hier oben Level 3. Mit Level 3, oh, das ist eine coole 3. Mit Level 3 werden wir dann ganken gehen. Das heißt, wir haben von hier oben aus die Möglichkeit, jetzt zu ganken. Sprich, wir haben die Möglichkeit, die Entscheidung, wir können jetzt Toplane ganken gehen oder wir können jetzt Midlane ganken gehen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir jetzt Midlane ganken. Und dann sieht das nämlich so aus, dass der Dude entweder hier rumkommt oder da rumkommt und jetzt zwei, drei Möglichkeiten hat. Ja, er hat die Möglichkeit, hier rüber zu ganken. Er hat die Möglichkeit, hier rüber zu ganken. Oder er hat die Möglichkeit, hier rüber zu ganken. Das sind die drei Wege. Und deswegen ist es ja wichtig zu wissen, wie fängt der Jungler an. Ja, das heißt, wir brauchen uns gar nicht, wer hier unten wardet, der hat das Thema nicht verstanden. So, das ist dann so ein absolutes random, zero, nutzloses Ward. Man kann grundsätzlich erstmal sagen, okay, aber Tobi, wann ist der denn da oben? Das weiß ich ja gar nicht. Also im Prinzip ist es unterschiedlich, weil jeder Jungler unterschiedlich schnell ist. Shen ist zum Beispiel eine absolute Made und Shyvana und Mundo rasieren den Jungle komplett durch. Man kann ungefähr sagen, so bei 2 Minuten 30 Ingame-Zeit plus minus. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, aber ganz grob könnt ihr da warden. Noch besser oder noch anders orientieren könnt ihr euch, wenn eure Jungler ungefähr gleich sind. Könnt ihr sagen, hey, wenn mein Jungler hier ist und der geht genau die gleiche Route. Das ist wichtig, ne? Ich gehe zum Beispiel manchmal eine Route, dann mache ich den, 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 den. Das ist natürlich dann komplett eine andere Route. Aber die meisten Jungler gehen diese Route. Das heißt, wenn ihr sagen könnt, euer Jungler ist beim beim Red Buff oder beim anderen Buff. Ja, wenn er hier unten anfängt, ist auch nicht schlimm, wenn er dann hier oben ist. So, wenn ihr sagt, euer Jungler ist beim anderen Buff, könnt ihr sagen, ist deren Jungler auch ungefähr beim anderen Buff. Dann könnt ihr auch warden. Das wäre so der zweite Indikator, den ihr habt, ja. Und jetzt habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, okay, wo warden wir jetzt? Wir haben zwei effektive Plätze, ja. Hier, von hier zu ganken ist meistens extrem schwer. Also machen die ganz selten im Early Game, ganz, ganz selten. Ein Hackerriem, aber sonst meistens eher nicht. Und das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Meistens kommen die hier durch. Das heißt, unser erstes Ward wäre das hier. Um dieses Ward zu stellen, bitte nicht hier drauf zulaufen, weil wenn ihr wirklich der Jungler extrem schnell war und schon hier drin ist und ihr jetzt darauf zulauft zum Warden und kriegt einen Lee Sin-Fuß direkt ins Gesicht, müsst flashen etc., habt ihr nichts gewonnen. Ihr habt nur verloren, das ist mir auch schon öfter passiert, totaler Abfuck. Das heißt, wenn ihr Warden geht, also ab und zu mache ich es auch, aber selten, nur wenn ich mit safe bin, dass es noch nicht zu spät ist. Wenn ihr Warden geht, dann geht hier rum an die Seite und stellt das Ward hier rüber, ja. Das wäre Punkt 1. Das zweite Ward, was sehr, sehr cool ist, oder sagen wir mal, was ist der Vorteil bei diesem Ward? Der Vorteil bei diesem Ward ist, wir sehen, wenn der Dude hier in diesem Busch drin ist und wir sehen, ja, wenn er hier in diesem Busch drin ist. Wir sehen aber nicht, wenn er hier oben rumgeht und wir sehen auch nicht, falls er hier oben rumgeht. Viele sind hier und die springen dann hier irgendwie rüber oder gehen dann hier so rein. Sehen wir beides nicht.
bedeutet, wir brauchen vielleicht noch ein anderes Wort möglicherweise. Das heißt, das zweite Wort, was wir placen können, was viele stellen, was ich auch sehr, sehr gerne stelle, ist, ihr geht hier, okay, da müsst ihr jetzt den Busch betreten und stellt das Wort hier so rüber, ja. Dieses Wort zeigt uns an, wenn der Jungler kommt. Es zeigt uns an, wenn er hier nach oben geht und hier irgendwo rumpimmelt und steht. Und es zeigt uns auch an, wenn er wieder geht. Und wir sehen, wenn er hier unten reingeht und wenn wir es ordentlich stellen, auch wenn er nach links geht. Natürlich müsst ihr gucken, wie ihr es stellt. Wenn ihr es ein bisschen... Hier ist natürlich ein Berg. Darüber kann der nicht... Der kann nicht über diesen Berg sehen, ja. Das heißt, der sieht hier quasi nur in diesem Bereich, ne? Also hier unten, alles das, was hier unten ist, sieht er nicht mehr. Das heißt, ihr müsst da so ein bisschen gucken, wie ihr es placed. Wenn ihr es halt so stellt, dann kann er halt schon wieder ein bisschen mehr hier reinsehen, ne? Da müsst ihr so ein bisschen gucken und aufpassen. Nachteil bei diesem Wort ist, wenn ihr jetzt wirklich seht, der Dude läuft jetzt hier rein, ihr seht nicht, wenn der in diesem Busch immer noch drin steht. Ihr seid jetzt hier auf der Lane, ihr habt gesehen, okay, der Jungler ist jetzt hier reingegangen. Ist der immer noch da? Ist der vielleicht schon hier hinten rumgelaufen? Ist der nach oben gelaufen? Ist der vielleicht schon Base geportet oder steckt der immer noch in diesem Busch drin? Das wissen wir nicht. Das ist eine Information, die nicht so gut ist. Außerdem hat dieses Wort die schlechte Eigenschaft, dass ihr permanent auf die Map gucken müsst, ne? Das heißt, wenn ihr nämlich einmal kurz nicht auf die Map guckt und der schon in diesem Moment, ich muss mal ein paar Linien hier, glaube ich, wegmachen. Wenn ihr nämlich einmal hier nicht auf die Map guckt und der Jungler ist hier schon vorbeigelaufen in dem Moment, wo ihr getradet habt und ist dann da im Busch, dann, und wartet da im Busch, dann habt ihr nämlich ein Problem. Während ihr mit dem Wort, was hier im Busch steht, permanent sehen könnt, okay, er ist da im Busch, ne? Bei dem hier müsst ihr also aufpassen. Das heißt, für Anfänger würde ich erstmal dieses hier empfehlen. Ist einfacher, das hier ist so das fortgeschrittene Wort. Ja, da gebt euch mehr Informationen, ihr müsst aber auch mehr auf die Map achten, so, ja. Anfängerwort kann man nicht unbedingt sagen. Ich stelle dieses Wort auch oft gerne, manchmal, weil es schnell gehen muss. Es kommt halt ein bisschen drauf an, aber da müsst ihr nicht ganz so viel drauf achten. Wichtig ist jetzt die zweite Information, Leute, dass ihr sagt, hey, der ist jetzt da oben, der wird von da oben ganken, der ist vielleicht noch gar nicht da, aber er wird auf jeden Fall, ich habe jetzt oben gewardet, das heißt nicht, dass ich mich jetzt auch oben in der da hinstelle, weil der Jungler ist irgendwo an der oberen Seite, das ist safe, ja, das heißt, ich stelle mich unten hin, unten der Map, unten, also wenn wir die Map in der Mitte teilen so, dann bleibe ich im unteren Bereich der Map, weil ja der Jungler irgendwo da oben ist und wenn der jetzt wirklich tatsächlich von da oben irgendwo durchkommt, kann ich easy unten weglaufen, ja, dann kommt er dann nie im Leben hinterher oder ich habe halt mehr Reichweite. Wenn ich hier stelle und sage, okay, das Wort ist da und ich will natürlich da sein, wo die Vision ist, dann ist er natürlich auch instant bei mir da und kann mich trotz Wort ganken. Das heißt, begibt euch hier in der unteren Hälfte irgendwo. Das ist der erste Punkt. Sollte der Jungler nicht beim Blue Buff anfangen und wir wissen, er fängt hier oben an, dann sieht das Ganze so aus, dass er hier lang läuft, dann hier runter geht und hier Level 3 wird bei diesem Buff und von hier aus ganken wird. Das heißt, er würde hier irgendwo diese drei Wege gehen. Er kann von hier aus auf jeden Fall schon mal nicht mehr die Top-Lane ganken. Das ist ein Ding, was safe ist. Ja, also er wäre dann für einen Botlane-Gank bereit. Botlane wird meistens extrem fast gar nicht gegankt, muss man halt echt sagen. Aber das heißt, in diesem Fall müssten wir dann tatsächlich unten warden als Midlaner und unser Ward irgendwo hier unten hinstellen. Als blauer Midlaner könnte man es auch hier hinstellen, aber als blauer Midlaner würde ich es dann definitiv meistens hier hinstellen. Ist eher, ja, ist so ein bisschen safere Variante auf jeden Fall. Als roter Midlaner wäre das dann, falls er hier diese Route natürlich langlauft, können wir natürlich hier das Ward hinstellen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo der gegnerische Jungler halt anfängt und da können wir dann, deswegen, wir müssen quasi immer auf der Seite, wenn der rote Jungler hier oben anfängt, dann müssen wir hier unten warden. Wenn der rote Jungler hier anfängt, dann müssen wir hier oben warden. Also immer quasi die andere Richtung. Und so wissen wir auch, okay, wenn der blaue Jungler hier anfängt, dann wissen wir, der gankt nicht oben. Beziehungsweise, wenn er hier unten anfängt, dann kann es sein, dass er hier oben gankt nach Level 3. Der zweite Punkt ist jetzt natürlich dann zu sagen, was ist, wenn wir Base gehen? Ja, wir machen mal diese ganze Scheiße hier weg, die ganzen Strichscheiße. So, nehmen wir an, der Jungler geht Base, wir gehen Base. Der erste Punkt ist, dass wir natürlich sagen, der Jungler ist jetzt erstmal weg, okay. Jetzt ist das Problem, jetzt weiß ich nicht mehr zwingend, wo der Jungler anfängt. Ja, wir haben jetzt wieder zwei Routen, das müssen wir jetzt wieder verstehen. Entweder geht der Jungler meistens hier hin und gankt dann von da aus. Oder macht noch weitere Camps, das kommt drauf an. Oder der Jungler geht hier hin und gankt von hier aus und macht dann weitere Camps. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Das heißt, hat jetzt wieder die Möglichkeit hier die Midlane zu ganken. Jetzt wissen wir es nicht genau. Entweder wir kriegen irgendwo Informationen, wenn wir natürlich jetzt sehen, hey, er gankt jetzt die Top-Lane, dann wissen wir natürlich, hey, okay, Tobi, wir müssen Top-Lane warden, ja. Dann wissen wir, easy, Top-Lane warden. Das heißt, wir kommen da mit einem Ward sehr, sehr schlecht aus und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr spätestens beim zweiten oder beim allerspätestens, sagen wir, beim dritten Ward ein Pink, beim dritten Bag ein Pink-Ward zusätzlich dabei kauft. Pink-Wards sind nützlich, Pink-Wards stehen die ganze Zeit
Und hier haben wir verschiedene Spots. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen zusätzlich absichern, wo denn der gegnerische Jungler sein könnte. Wenn wir nicht wissen, wo der Jungler ist, dann müssen wir halt erstmal ein bisschen safe spielen. Aber wir haben dann natürlich die Möglichkeit, Pink Wards zu stellen. Bei den Pink Wards müsst ihr euch so vorstellen, die halten also 75 Gold für möglicherweise, also ich habe das schon mal getestet, die stehen teilweise 10 Minuten, ist ultra krank. Ja, das ist einfach ultra krank. Das heißt, ihr müsst die stellen an ein paar Stellen, wo das möglichst lange stehen bleibt. Ja, das heißt, diese beliebte Stellen sind diese beiden Büsche, wobei der Busch hier oben beliebter ist, denn der wird nicht so oft durchquert. Ja, hier unten sind die oft beim Jungler, da läuft der Support auch die ganze Zeit rum, der Jungler läuft hier die ganze Zeit rum beim Dragon. Deswegen wird der Pink Ward hier oft gecleared, deswegen empfehle ich den nicht so gerne. Welche Wards ich sehr empfehle, wenn wir jetzt auf der Blue-Seite sind, sind dieser Pink Ward oder auch dieser Pink Ward. Die bleiben ziemlich lange stehen und geben gute Informationen, wenn der Jungler immer hier durch die Mitte durchrennt. Auch hier, falls er oben mal die Botlane ganken sollte oder hier rüber die Midlane ganken sollte, haben wir hier gute Informationen. Wenn wir auf der roten Seite sein sollten, dann kann man ebenfalls diesen Ward stellen oder vielleicht diesen Ward oder diesen Ward. Das sind beliebte für die rote Seite. Und dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, dass wir nicht mehr ganz alles warden müssen. Ja, wir haben einen Pink Ward an einer Seite stehen und können jetzt sagen, okay, wir haben dieses Pink Ward hier oben stehen, jetzt kann ich sagen, ich nehme dieses grüne Ward und stelle es vielleicht hier unten hin. Dann habe ich beide Seiten so ein bisschen abgesichert und deswegen ist es wichtig, dass ihr ein Pink Ward kauft. Und dieses Pink Ward muss halt schön platziert werden. Ihr müsst euch vorstellen, es muss eigentlich permanent jeder Spieler ein Pink Ward auf der Map haben. Eigentlich muss das so sein, ja, das ist nicht gemacht, ich halte mich auch nicht zwingend immer dran, aber eigentlich ist es das Must-Have-to-Go, ja, das Must-Have-to-Go. Und deswegen müsst ihr euch so vorstellen, platziert das Pinkboard möglichst safe, natürlich nicht in eurer Base, so dass es möglichst lange stehen bleibt, sodass ihr immer sagen könnt, ja, mein Pink steht, wo sind eure Pinks, Leute? Stellt mal eure Pinks, meins steht da immer noch. Hier hinten beim Turm. Naja, aber so, deswegen, im Prinzip muss, das sind Free Vision, die, also die steht teilweise 10, 20 Minuten in einem Game, das ist ultra krank, ja. Wir gehen mal kurz die Toplane abchecken. Bei der Toplane sieht das Ganze nämlich ähnlich aus. Wir fangen natürlich auch wieder mit Level 1 an. Und da ist dann, oder was heißt mit Level 1? Mit dem Early Gank. Ja, wir sind wieder der blaue Laner und haben wieder den Punkt, dass der Jungler jetzt hier ist, Level 3. So, er hat jetzt zwei Möglichkeiten zu ganken. Eigentlich hat er drei Gank-Möglichkeiten. Er kommt von hier. Oder er macht noch den Taunty und kommt von hier. Das sind die drei Möglichkeiten. Diese beiden enden quasi im selben Weg und der hier von oben. Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass dieser Gank kommt ganz selten. Dieser Gank kommt ganz selten hier oben, weil das macht keinen Sinn. Hier, das würde nicht funktionieren. Dieser Gank würde nur funktionieren, wenn ihr extrem reingepusht habt. Dann würde dieser Gank funktionieren. Ansonsten ist das eher Quatsch. Das heißt, es kommt jetzt extrem darauf an, wie ihr gepusht habt als Toplaner. Ihr solltet dann... Ihr habt zwei Möglichkeiten hier zu wollen. Das heißt, ihr habt nicht ganz so viele Angriffsflächen wie in der Mitte, aber ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist... Weil wir sehen, wenn dieser Weg hier oben keinen Sinn macht, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, hier zu warden, ja, weil hier oben wird er eh nicht langkommen. Das heißt, wir können hier einen Ward stellen. Wir stellen das aber nicht einfach da rein, sondern wir stellen das ganz nach unten in den Busch. Warum tun wir das? Weil wenn wir das hier oben hinstellen würden, dann, ich stehe ja schon selber hier zur Hälfte. Ich stehe ja selber schon zur Hälfte hier auf der Map und ihr könnt ja den Kreis hier sehen, wie weit wir sehen können. Und so überschneidet sich das. Das ist Kacke. Das ist Kacke. So geben wir Vision weg. Wenn wir den jetzt schön nach unten stellen, dann guckt er noch schön tief nach unten rein, in die Lane, möglichst tief. Wir wollen ja möglichst früh unsere Informationen haben. Sehen jetzt, ob er von hier kommt oder von hier kommt und können rechtzeitig dann nach Hause abhauen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist jetzt aber, solltet ihr zu hart pushen. Solltet ihr sehr hart pushen, was oft der Fall ist auf der Top-Lane. Und ihr habt dieses, wir machen mal ein paar Linien weg hier. Und ihr habt dieses Ward hier. Dann wird es nämlich tragisch. Sobald er nämlich hier ist und ihr habt ein bisschen Reaktionszeit, jetzt seht ihr erst den Jungler vielleicht. Jetzt erst vielleicht. Und ja, in dem Moment engagiert euch auch vielleicht schon der Top-Laner. Und im Prinzip spätestens hier würde euch der Jungler erreichen, ja, wenn ihr wegrennt. Und ihr würdet gefickt werden, sagen wir es wie es ist, ja. Das heißt, ihr kriegt zwar, selbst wenn ihr instant auf die Map guckt, was meistens nicht mal der Fall ist, würdet ihr wahrscheinlich nicht wegkommen, außer ihr seid Corki mit dem Ultra-Boost. Das heißt, ja, dieses Ward ist irgendwie, ihr habt zwar gewardet, seid aber trotzdem tot, das ist scheiße. Wie kann man das verhindern? Da gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, wenn ich so hart durchpushe, könnte ich hier warden. Dieses Ward hilft mir, also wir reden über Early Game, ja. Das ist ja natürlich jetzt schwierig. Das Ward hat jetzt zwei Probleme. Das erste Problem, oder sagen wir erstmal der Vorteil. Ja, der Vorteil ist, wenn der Jungler jetzt kommt, ihr könnt das Ward natürlich auch stellen, wenn ihr normal in der Lane seid, aber das hat dann einen Nachteil und den gehen wir gleich ein.
Dieses Board hat den Vorteil, wir sehen jetzt schon den Jungler, den gegnerischen Jungler. Können ihn hier schon sehen und wir wissen, ob er hier oben lang läuft oder hier lang läuft. Ja? Vor allem, wenn ich hier oben gepusht habe, sehe ich ihn jetzt schon und kann jetzt schon zurücklaufen. Und nicht erst, wenn der Jungler hier ist. Ja? Ich kann schon hier oben anfangen zurückzulaufen, wenn ich darauf achte. Und habe die Möglichkeit, von hier oben Base zu kommen. Nachteil ist, dass wenn der Jungler dann sagt, hey, okay, ich bin jetzt hier, ich gehe jetzt mal hier in diesen Busch. Oder ich weiß gar nicht, was macht der Jungler? Wir holen uns den Jungler mal. Wo ist denn unser Jungler eigentlich? Da in der Base. Wir wissen jetzt leider nicht, was macht der gute Jungler-Dude jetzt eigentlich? Ist der jetzt hier schon nach unten gelaufen? Ist der hier im Busch? Wartet der irgendwo? Oder ist der da noch drin? Keine Ahnung. Ist der vielleicht schon längst woanders? Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesem Ward hier tatsächlich. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Und deswegen hat jedes Wort seine Vor- und Nachteile. Um das, vor allem, der andere Nachteil ist halt, ihr wisst nicht, falls der Jungler sich doch entscheidet, erst Taunty zu machen und zu ganken, wisst ihr das auch nicht. Also auch ebenfalls sehr, sehr gefährlich. Wenn ihr natürlich zwei Wards habt, dann könnt ihr natürlich beides warden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann ist natürlich super safe. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr keine zwei Wards habt, ist natürlich, wenn ihr in Base geht, wie gesagt, zweiter Back oder erster Back, am besten erster Back oder spätestens zweiter Back, dass ihr sagt, hey, okay, Pink Ward. Dann stellen wir hier das Pink Ward hin. Das ist nämlich viel einfacher zu verteidigen, die Stelle. Und platzieren dann quasi hier oben das grüne Ward hin. So haben wir beide gut abgedeckt. Das hier können wir gut verteidigen. Natürlich läuft dann ab und zu der Jungler hin und macht das kaputt. Da muss man es mal neu kaufen. 75 Gold ist echt nicht viel. Und können uns so absichern. Wenn wir jetzt die andere Seite warden wollen, das heißt für den roten Toplaner, wir sind der rote Toplaner, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, ein bisschen anders. Das ist dann, wir gehen dann nämlich hier. Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, dass der Jungler von hier kommt. Oder von hier kommt. Und sogar dieser Gankweg ist nicht verkehrt. Der ist sogar gar nicht so schlecht, dieser Gankweg. Und deswegen haben wir zwei potenziell gute Gankwege, während wir als blauer Laner nur wirklich einen relativ guten Gankweg haben. Und deswegen haben wir hier zwei, ja, wir haben jetzt zwei wichtige Möglichkeiten. Es kommt natürlich wieder extrem drauf an, wie hart wir gepusht sind. Sind wir natürlich hier gepusht? Wenn wir hier stehen, dann ist es natürlich nur wichtig, dass wir hier warden. Ja, wenn wir hier warden, ob der von hier unten kommt, ist uns eigentlich mehr oder weniger scheißegal. Natürlich gibt es Lane-Ganks, da muss man immer so ein bisschen drauf aufpassen, aber das ist jetzt ein bisschen zu sneaky. Und wird auch ganz wenig nur praktiziert, muss man sagen. Aber wir haben jetzt hier den Jungle Ward, da können wir natürlich sehen, okay, wenn er hier lang läuft und wir können hier eh nicht viel machen. Wenn ihr natürlich jetzt ein bisschen mehr pusht, dann habt ihr natürlich das Problem, dass er hier drüber kommen könnte oder hier drüber kommen könnte. Wenn ihr jetzt allerdings das Ward hier platziert, dann seht ihr auch, wenn der Dude hier rüberläuft. Ja? Das ist der Vorteil bei diesem schönen Ward. Ihr könnt mit dem einen Ward beide Wege sehen. Wisst halt wieder nur nicht, falls der Jungler sich jetzt entscheidet, hier in diesem Busch drin zu bleiben, dann wisst ihr das nicht, okay. Das ist der erste Punkt. Die meisten Jungler kommen tatsächlich, wie gesagt, die kommen gerade vom Blue und gehen dann hier Toplane ganken. Es gibt ein paar ultra sneakige und ich bin meistens auch so ein sneaky. Wenn ich weiß, der Gegner hat hier gewardet, dann gehe ich nämlich hier außen rum und gank dann von hier zum Beispiel. Und dann seid ihr nämlich gefickt. Das machen nur wenige Jungler, aber wenn die Jungler es machen, seid ihr gefickt in diesem Moment. Aber das ist halt dann so die Schwierigkeit, wenn ihr natürlich zwei Wards habt, könnt ihr easy save beides abwarden, ist natürlich easy. Ansonsten würde ich euch natürlich empfehlen, trotzdem erstmal dieses Ward hier unten zu stellen, weil das saved euch halt grundsätzlich gegen beides ab. Auch wieder ganz nach unten. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr in die Sicherheit gehen wollt, ist, dass ihr sagen könnt, ich nenne es ganz gerne Deep Ward, ich glaube es heißt sogar, also okay, Deep Ward gibt es verschiedene, es gibt auch so, dass man es tief in den gegnerischen Jungle und so weiter, aber, dass man sagt, man stellt es quasi das Ward hier hin und vielleicht hier hin, weil jetzt habe ich, wenn ich zum Beispiel zwei Wards habe oder wie auch immer, oder hier oben einen Pink Ward, man könnte natürlich, der rote Mainlaner stellt hier oben einen Pink Ward rein. Der Vorteil bei diesem Ward ist, ich sehe, wir hatten hier schon gesagt, ja, ich sehe es vielleicht nicht früh genug, wenn der gegnerische Jungler da ist und sterbt dann trotzdem. Bei diesem Ward sehe ich schon, wenn der Jungler hier ist, sehe ich schon, oder vielleicht, falls Taunty sogar hier kaputt gemacht wurde, sehe ich schon hier, dass der Jungler nach oben kommt und kann mich jetzt schon zurückziehen. Das heißt, ich habe richtig viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, dass gleich ein Gank kommt und kann mich dementsprechend richtig gut zurückziehen. Kleines wichtiges Wort noch zu dem Blue-Laner hier oben ist natürlich, dass ihr oft gedeiht, wenn ihr an eurem Turm hackt, hockt ihr als blauer Laner, dass ihr oft mal hier ein Ward stellt, ja. Wenn ihr gerade ihr könnt gerade nicht raus aus der Base, ja? Wenn ihr hier die ganze Zeit reingepusht werdet, könnt ihr nicht hier warden. Oder ihr könntet es versuchen, aber dann könnt ihr meistens hier warden, falls ihr gedeift werdet, nämlich von hinten, das wird ganz gerne hier gemacht. Andere Möglichkeiten wäre da noch ein Ward oder hier ein Ward, klar, es gibt so einen Trick, dass man von hier aus das Ward da reinstellen kann, das könnt ihr mal üben. Kann ich vielleicht mal in einem anderen Video aufgreifen. Auf jeden Fall wären das so die Punkte. Denn der Jungler könnte halt auch über die Lane kommen. So, ne? Aber es gibt halt unendlich Methoden,
Das ist so das ganze Thema. Als Red Midlaner, greifen wir das nochmal ganz kurz auf, da ist das natürlich genau umgekehrt. Das heißt, wenn wir unser grünes Ward stellen, stellen wir das natürlich hier über diese Wand drüber. Ansonsten haben wir dieses Ward. Hier oben, das Ward lohnt sich eher nicht so zu stellen. Das heißt, wir haben als grüner Laner eher, oder als rot, als grüner Laner, Leute, seid ihr auch der grüne Laner, haben wir eher, ja, okay, diese drei Methoden haben wir eigentlich, ja, diese drei Methoden als Ward. Wichtig ist, dass wir jetzt darauf zurückkommen, dass es natürlich auch einen Jungler gibt, ja. Es gibt einen Jungler und wir haben gerade schon gesagt, als Midlaner haben wir meistens nicht genug Wards, um beide Stellen abzusichern, ja. Das heißt, wir können nicht immer hier, wir haben vielleicht auch gerade kein Pink Ward und wir können nicht hier ein Ward stellen und da ein Ward stellen. Das reicht meistens nicht, ja. Wir haben meistens irgendwas auf Cooldown, haben gerade kein Pink Ward und deswegen ist es wichtig, dass ihr als Jungler auch unterstützend seid, ja. Das heißt, als blauer Jungler, wenn ihr gerade hier rumlauft, sagt doch einfach, okay, der blaue Midlaner hat hier das Pink Ward gestellt, ich stelle ihm hier ein Pink Ward. Oder, und im Early Game stelle ich ihm vielleicht hier sogar ein Ward, so ein grünes Ward. Oder stelle irgendwo hier vielleicht ein Ward, dann habe ich auch noch Informationen für einen Jungle, von einem gegnerischen Jungler. Das heißt, platziert auch eure Wards so, ihr seid als Jungler auch wichtig und ihr könnt eure Lanes unterstützen. Und seht das so, wenn du jetzt hier ein Ward stellst, stirbt dein Jungler, dein Midlaner vielleicht nicht. Das sollte ziemlich cool sein. Oder wenn ich als Top-Laner sage, oder als Top-Lane ganken möchte, will ganken, krieg den Gank leider nicht hin, schade drum, dann sage ich meistens, okay, gar kein Ding. Dann, ich hau jetzt wieder ab, aber ich stell dir noch hier so ein Ward hin. Und dann verpiss ich mich, ja. Ich unterstütze ihn, drop ihm direkt ein Ward. Er ist super dankbar, weil er kann jetzt vielleicht sein Ward hier oben rein platzieren. Und wir machen mal ein bisschen was hier weg. Kann jetzt sagen, ja, hey, cool. Ich habe jetzt mein Ward noch ready, stell's hier rein und bin super safe. So, ne? Ihr könnt als Jungler auch unterstützend mit euren Wards natürlich wirken. Und deswegen solltet ihr auch immer irgendwo mal was platzieren. Ne? Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen tiefer. Auch solche Wards hier hinten oder irgendwo am Blue Buff können natürlich helfen. Ne? Ist ja gar kein Ding. Für die Botlane sieht das ganze Spiel dann so aus, wenn wir das blaue Team sind, dann wird meistens im Early Game erstmal der gegnerische Busch geworden. Denn der gegnerische Jungle als Supporter ist meistens hier im Busch irgendwo und da wollen wir wissen, was der macht. Ist das ein Supporter? Will der grabben? Wir sehen dann einfach, was der fort. Wenn er irgendwie einen Thresh-Hook rausmacht oder einen Blitzcurrent-Grab, dann sehen wir schon die Animation ein bisschen und sind nicht ganz blind. Sollte der Gegner weiter reinpushen, dann wird das Ganze quasi auf diesen Busch hier verschoben und wir werden das Ward hier platzieren. Wenn jetzt, auf dieser Lane haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu platzieren. Denn wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir jetzt das blaue Team sind, können wir über diesen Busch gegankt werden oder wir können hier gegankt werden. Das sind so diese, also die zwei Möglichkeiten, so wie wir gegankt werden können. Dieser Weg hier oder dieser Weg. Das heißt, grundsätzlich ist es für uns als blauer Laner wichtig, diesen Busch zu warden. Denn dieser Gank kommt natürlich von hinten und ist sehr, sehr gefährlich. Vor allem, wenn wir sehr, sehr hart reingepusht haben, ist dieser Gank sehr, sehr gefährlich. Denn selbst wenn wir dieses Ward haben, wenn wir jetzt hier sehen, der Jungler ist jetzt genau hier in diesem Moment, dann, und wir sagen, wir laufen jetzt zurück, im schlimmsten Fall werden wir direkt hier engaged und kommen gar nicht weg. Aber selbst wenn wir weglaufen und die Gegner uns weiter chasen, dann würden wir hier irgendwo vom gegnerischen Jungler erwischt werden. Also hier, spätestens hier irgendwo in diesem Bereich und würden fighten. Das heißt, das ist zwar, wir haben da keine direkte bessere Möglichkeit hier zu warden im Early Game. Aber das wäre so, also ist halt extrem gefährlich, wenn ihr jetzt super hart durchgepusht habt. Da müsst ihr halt aufpassen. Die andere Möglichkeit, die ihr natürlich habt, ist hier zu warden in diesem Busch. Da müsst ihr das hier in diesem Busch natürlich wieder platzieren. Ja, das sind so eigentlich diese zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Und halt die Lane selber zu warden. Als roter Laner sieht das Ganze eigentlich ähnlich aus, nur dass ihr nicht so wichtig von diesem Ward hier abhängig seid. Wenn ihr der rote Laner seid, ist natürlich der gefährlichste Weg dieser hier. Von hier aus ist ja euch, kann euch relativ scheißegal sein eigentlich. Meistens kriegt ihr diesen Gank ab, das heißt, es ist für euch am wichtigsten hier zu warden. Dann seht ihr nämlich auch, falls der gegnerische Jungler hier durchläuft, seht ihr das mit diesem Ward ebenfalls. Das heißt, dieses Ward ist wichtig und dann halt natürlich wieder dieses Support Ward, was ich auch immer sehr, sehr gerne stelle. Was noch wichtig ist für Wards sind, falls ihr gepusht werdet als roter Laner zum Beispiel, ist es sehr, sehr oft so, dass ich hier rüber ganke, als Midlaner zum Beispiel oder als Jungler von mir aus auch, dass ich hier lang komme. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr nicht nur dieses Ward habt, sondern ihr könnt ja auch wieder hier so rüber warden, das geht, sondern dass ihr auch hier oben einen Ward reinstellt. Das ist dann sehr, sehr wichtig. Und dass ihr vor allem dann auch hier in diesem Ward, also ihr habt quasi, wenn ihr unterm Turm gepusht seid, habt ihr immer drei Möglichkeiten. Wir könnten hiervon gegankt werden, das wäre so die Möglichkeit. Es könnte hier ein Lane-Gank oder ein Gank kommen, das ist aber okay.
Aber das Gefährlichste ist, dass hier so ein Gangplank langkommt. Der würde dann sich hier durch, der würde sich über die Lane sneaken. Das heißt, ihr seht ja nichts, ne? Ihr seht einfach nichts. Und er würde sich hier in den Lane reinschmuggeln und so lange warten, bis ihr wieder pusht und euch dann auf die Fresse geben. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr, er würde dann quasi hier so warten. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr dann hier auch ein Ward-Feuer noch reinstellt. Vielleicht, wenn ihr wisst, okay, ihr werdet jetzt gerade reingepusht. Wir tun mal hier ein bisschen Ordnung machen. Ihr wisst, ihr werdet jetzt gerade reingepusht und werdet jetzt gleich hier reingehen. Dann platziert noch schnell ein Ward da und dann zieht euch unter dem Turm zurück. Das ist so die Geschichte. Falls ihr als Botlaner vom Blau hier unter dem Turm gepusht werdet, ist natürlich die Möglichkeit, gedived zu werden hierüber. Das heißt, ihr müsst hier ein Ward reinplatzieren, da und da. Das sind so die drei Möglichkeiten als blauer Laner. Da solltet ihr euch natürlich auf jeden Fall absichern. Natürlich könnte man meinen, wenn ihr hier ein Ward habt, braucht ihr dieses Ward nicht, weil ihr ja seht, wenn ihr hier kommt. Gute Midlaner oder Jungler machen das aber so, und so mache ich das auch sehr, sehr gerne, dass ich sage, wenn die sagen, hey, da ist ein Pink im Tribrush, dann gehe ich hier lang. Das ist so die andere Methode und dann bringt euch nämlich dieses Ward hier gar nichts. Wenn wir ein bisschen weiter sind, ihr solltet natürlich gucken, sobald ihr den Sidestone habt, solltet ihr natürlich sofort umgraden auf die Speerlinse, euer Trinket. Bedeutet, weil ihr könnt ja nicht mehr als drei Wards stellen. Wenn ihr jetzt Sidestone habt, könnt ihr drei Wards platzieren und mit dem normalen Trinket könntet ihr zwei platzieren. Das heißt, ihr habt vier Wards, so viele könnt ihr nicht stehen haben. Das heißt, tauscht am besten sofort die Speerlinse ein. Und mit dem Sidestone habt ihr natürlich auch ein paar Methoden. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wir pushen hart, könntet ihr natürlich auch sagen, dieses Ward, ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Ihr könntet sagen, ihr wartet hier oben. Weil jetzt, wenn ihr hart durchpusht, könntet ihr schon, wir ziehen das mal hier runter so ein bisschen. Wenn ihr jetzt hier unten hart durchpusht, könntet ihr den Jungler, schmeißen wir mal weg, könntet ihr natürlich schon hier oben sehen, wenn der Jungler kommt, denn nicht erst hier, ihr seht ihn nicht erst hier, sondern seht den gegnerischen Jungler schon hier oben und wartet gleichzeitig für euren Midlaner so ein bisschen mit. Ja, ihr habt direkt Informationen für euren Midlaner und könnt jetzt sehen, ihr seht da natürlich nicht, falls er hier ist, aber ihr wisst, okay, könnt euch schon da oben zurückziehen und seid relativ safe. Was ihr auch machen könnt, ist dann, also ich erweitere die Grenzen ganz gerne. Heißt, ich stelle das Ward nicht hier, sondern stelle es hier hin. Dann sehe ich auch gleichzeitig, falls die Gegner so ein Fiddlesticks oder so ein Warwick haben, ob der, erstmal sehe ich, habe ich auch Informationen für meinen Midlaner. Das heißt, ich sehe nicht nur, wenn der hier unten lang läuft, sondern wir sehen auch, wenn der nach hier oben läuft. Ich sehe, falls er nach hier unten läuft und ich sehe, falls er den Dragon macht. Ich habe mehr Informationen, als nur, wenn ich hier unten das Ward habe. Ihr könnt es natürlich auch beliebig kombinieren. Ihr könnt auch sagen, hey, wir stellen das Ward hier oben so ein bisschen. Scheiße mal ganz kurz auf das. Ich helfe dadurch meinem Midlaner sehr, sehr gut, weil ich sage als Support auch oft, hey, ich will nicht, dass mein Midlaner stirbt. Ich weiß, mein Midlaner ist ein Vollidiot gerade. Der ist ein richtiger Vollidiot und spielt, vielleicht spielt er gar nicht schlecht, aber viel zu aggressiv oder viel zu unsicher. Dann stelle ich dem hier ein Ward hin und sage, okay, stell gleichzeitig hier ein Pink Ward hin und hab das relativ safe. Ja, ich habe als blauer Laner, wenn der jetzt hier lang kommt, sehe ich es, wenn er hier lang kommt, sehe ich es und wenn er hier lang kommt, sehe ich es. Ja, ich habe alle Wege so ein bisschen abgedeckt und bin safe. Es ist natürlich wichtig, dass ich so ein bisschen auf die Map achte. Man könnte natürlich hier auch ein grünes Ward platzieren, das geht natürlich genauso gut. Da müsst ihr so ein bisschen für euch schauen, dass ihr das Ganze platziert. Pink Ward Placement ist natürlich wichtig. Wenn ihr der blaue seid, dann solltet ihr es dahin stellen. Denn das ist leichter zu verteidigen. Oder hier oben. Und wenn ihr der rote Laner seid, solltet ihr das hier hinstellen. Das ist natürlich, oder eventuell auch da, aber ich würde es eher hier hinstellen. Als blauer Laner ist das deutlich einfacher zu verteidigen, muss man ehrlich sagen. Aber hier, das ist auch noch okay, jetzt aber schon schwierig. Wird dann oft vom Jungler weggemacht. Das sind so die Methoden für die Botlane. So, das letzte Thema ist das Weitsicht-Totem. Wir haben gerade schon gesagt, ja, hey, wir haben nicht genug Wards grundsätzlich, ja. Und die Wards laufen immer mit der Zeit aus, das ist total scheiße, sind total die Billigdinger. Die gehen die ganze Zeit leer, keine Batterien, die sind immer Kackteile einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit Level 9 instant das Weitsicht-Totem kaufen. Instant. Ja, das ist wichtig. Denn das Weitsicht-Totem, wir nehmen jetzt mal an, diese grünen Dinger sind auch Weitsicht-Totems jetzt, die bleiben einfach permanent stehen. Die bleiben einfach permanent stehen und so haben wir dann nämlich die Möglichkeit, uns abzusichern an mehreren Stellen und haben weniger Cooldown. Bleiben permanent stehen und haben weniger Cooldown. Natürlich werden die gesehen, aber deswegen muss man sich halt gut stellen. Die Frage ist jetzt, wir haben zwei Methoden anzufahren. Die erste Methode ist, wir wollen uns auf der Lane absichern, ja? Wir wollen uns auf der Lane absichern, sagen wir, wir warden erst da und machen dann als nächstes das Ward dahin. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns hier platzieren und gucken, sobald wir natürlich hier ein Ward stellen, also ich habe ja am Anfang gesagt, wenn der Typ da oben ist, irgendwo im Jungle und wir das Ward hier hinstellen, bleiben wir unten. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn wir nicht wissen, wo der Jungle ist, dann bleiben wir natürlich in der Nähe unseres Wards, ne, ist klar. Also, dann sind wir natürlich hier ein bisschen safe. Das war nur für den Anfang, nur nicht, dass das Verwirrung gibt. Aber,
Wir placen quasi das Wort Hirn und placen dann das Wort Hirn. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, also das nächste Hirn. Und jedes Mal, wenn jetzt der Jungler kommt, okay, der Jungler kommt jetzt hier und macht das Ding kaputt, dann stellen wir halt das Wort hier wieder neu hin und machen wieder Neues hin. Das wäre so die erste Möglichkeit. Das ist immer so ein bisschen sneaky, weil kann sein, dass der Jungler ständig kommt oder euer Gegner schon Midlaner und das ständig kaputt macht, ja. Die andere Methode, wie ich sehr, sehr gerne diese Dinger platziere, ist, dass ich sie sehr ultra-defensiv platziere. Ihr müsst vorstellen, jedes Ding, was ihr stellt, bleibt, was ihr so gut stellt, bleibt mega lange stehen. Nehmen wir einfach mal extrem übertrieben an, ihr stellt das Ding hier hin, ja, das erste direkt dahin. Ihr könnt euch vorstellen, das Ding bleibt vermutlich bis Minute, man kann sagen, wahrscheinlich bis Minute 20 oder 25 bleibt es stehen. Wenn man das jetzt in Zeiteffektivität umrechnet, ultra krank, ja, ein Wort, was 25 Minuten da rumsteht, ultra krank. Natürlich ist das nicht effektiv, weil da hinten, also ganz selten habt ihr mal so einen Dude, der rennt hier mega weg und will sich dann hier hinten irgendwo umbringen und dann seht ihr, wisst ihr nicht, ob er nach da oben gelaufen ist, nach hier. Ja, okay, dann wäre es cool, aber ist halt super selten. Das heißt, wir brauchen so ein Zwischending. Vielleicht nicht ultra aggressiv, aber auch nicht ultra defensiv. Das heißt, so ein Ding, ich platziere es vielleicht direkt als erstes dahin. Oder hierhin, oder hierhin, oder hierhin, oder hierhin, so. Diese Richtung. Sowas in der Richtung quasi. Dann haben wir nämlich ein super safe Ward, was hier werden die halt sehr, sehr schnell kaputt gemacht. Und hier bleiben die natürlich, vorausgesetzt, ich brauche die Wards gerade natürlich hier nicht. Wenn ihr natürlich sagt, hey, ich brauche unbedingt jetzt hier die Wards, ihr könnt natürlich auch erst hier machen und dann die anderen. Aber, oder vielleicht reicht euch eins. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr dann möglichst, viele stellen auch ihre Wards, ja, die wissen, ich verstehe gar nicht, warum die das machen, aber die sehen, der sieht zum Beispiel hier, okay, der läuft hier gerade lang. Irgendwie hat gerade hier ein Ward-Cup schon vorne kaputt gemacht, ein Pink-Ward von mir, das hat der gerade kaputt gemacht, der Jungler gerade kaputt. Und dann stellen die doch instant trotzdem noch immer dieses Weitsicht, um einfach zu sehen, hey, der ist immer noch da, oder, keine Ahnung, also total sinnlos ab und zu. So, weiß ich, die sehen, da läuft jemand lang und dann stellen die das Ward da rein, so. Und dann macht er das direkt kaputt. Und dann bringt euch das Ding nichts, wenn es direkt kaputt ist. Ihr habt zwar kurz Vision für den Moment, aber die Dinger müssen einfach permanent stehen bleiben. Deswegen müsst ihr die super safe stellen. Stellt die hier schön alle Büsche ruhig abarbeiten, sodass ihr in jedem Busch so ein scheiß Ding stehen habt. Weil ihr müsst euch vorstellen, das was steht, das steht. Das bleibt das ganze Game mehr oder weniger stehen, ja. Wenn hier dann ein gegnerischer Jungler durch euer Ding durchläuft, dann seht ihr, falls er gerade nicht mal hier, falls er so läuft, ne. Falls der wirklich so läuft, nehmen wir das an. Der sieht diesen Wort nicht, der sieht diesen Wort nicht, der sieht diesen Wort nicht, der sieht diesen Wort nicht. Und wir sehen ihn die ganze Route und können ihn total abfangen. Wir haben die komplette Totalvision von ihm und hat kein einziges Wort gesehen, während wir alles von ihm sehen. Ja? Das heißt, ihr könnt ihn natürlich auch im gegnerischen Ding stellen, aber das wird halt sofort beim ersten Durchqueren ist das Ding kaputt. Dann hat uns das kurz Informationen gegeben, dafür ist es okay. Also ihr könnt es natürlich für kurze Informationen, vor allem wenn ihr aggressiv spielt. Wenn ihr irgendwann so richtig im Vorteil seid, könnt ihr natürlich aggressive Wards stellen, dann seht ihr, wenn ihr natürlich auch dementsprechend aggressiv spielen könnt, dann ist das okay. Aber sonst würde ich das eher begrenzt empfehlen. Auch auf der Botlane könnt ihr natürlich dann hier genau das gleiche auch, ihr könnt auch mal hier in so einem Busch irgendwo was reinstellen, hier schön. Man kann auch, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, das Ding ist nämlich, wenn ihr zum Jungler hier vorbeiläuft, ja, die Vision ist folgendermaßen, ungefähr ist das so, ja, das heißt, der sieht aber nur hier so, ja, der kann nicht hier diese kleinen Ecken sehen, man kann ja nicht um Ecken drüber gucken, oder normalerweise ist das wahrscheinlich so. Der kann nicht um Ecken drum gucken, ja, das heißt, ich stelle ganz gerne hier so ein Ward oder auch hier so ein Ward, genau um den Ecken drum, ja. Das heißt, nur Leute, die genau da reinlaufen, sehen dieses Ward. Nur die sehen das, die vorbeilaufen, sehen das nicht und wir sehen trotzdem die ganze Zeit den Dragon zum Beispiel. Selbes geht auch beim Baron, das heißt, wenn der gegnerische Jungler hier kommt, der sieht jetzt quasi so ungefähr. So ungefähr sieht der. Ja, der kann da reingucken, aber der kann hier nicht um diese kleinen Ecken gucken. Nun stelle ich das Wort nämlich hier rein oder hier rein. Und das ist halt super cool, weil das meistens extrem oft oder lange dasteht. Ihr könnt natürlich auch da so ein bisschen drauf wetten, dass ihr das da ganz hinten hinstellt. Soweit kann er auch nicht sehen, wenn man das natürlich jetzt hier mit den Kreisen betrachtet. Man kann ja meistens nicht bis ganz hinten reingucken. Außer er läuft jetzt halt ein bisschen so irgendwie, ne, dann wird's eng. Aber das sind halt auch noch coole kleine Wards, die ich euch mitgeben wollte. Wichtig ist, wir haben das gerade schon aufgegriffen, jeder sollte quasi ein Pinkboard stehen haben. Ja, das heißt, ihr solltet euch so ein paar gute Spots. Was sind gute Spots? Wir nehmen jetzt erstmal die blaue Lane. Also, gute Spots sind natürlich, ich stelle sie gerne defensiv, weil wir auch möglichst lange die Pinkboard stehen halten. 1. Hier wäre noch ein gutes. 2. Hier wäre ein gutes. 3. Kann natürlich hier noch einstellen. Das wären, glaube ich, schon fast die besten Pickwords. Natürlich kann man auch in diesen beiden Büschen was stellen, die sind meistens aber ein bisschen gefährlicher. So eins kann auch ganz nett sein oder vielleicht auch so eins. Also ich denke, das sind so die besten Pinkwood-Spots. Hier, den habe ich vergessen.
Die beiden habe ich vergessen. Okay, so. Das sind so die besten Pink-Ward-Spots. Da solltet ihr euch was raussuchen. Ihr solltet natürlich gucken. Ja, gut, sind wir ehrlich, der Ward hier, die sind meistens ein bisschen zu defensiv, doch tatsächlich. So, das ist so die eine gute Reihe von Pink-Wards, die ihr platzieren könnt. Als roter Laner könnte man das Ganze eigentlich ein bisschen verschieben einfach. Das heißt, man nimmt die so ein bisschen rüber, stellt diese Wards hier rüber und so. So wäre das quasi für die rote Lane. Sind ganz gute Pinkwards, stehen gut und geben euch sehr, sehr gute Informationen, sobald der Gegner eure Lane überschreitet. Ja, vor allem, wenn die Gegner einen Shaco oder sowas haben und der permanent in eurem Jungle rennt, irgendein Counter-Jungler, ne? Ihr seid blaue Laner, stellt hier einen Pinkward. Ihr seht sofort, wenn der Jungler bei euch irgendwo Stress macht, stellt hier einen Pinkward. Das sind so die Anti-Counter-Jungler-Wards, würde ich sagen. Wenn er euch auf den Keks geht und direkt hier die ganze Zeit rumrennt, stellt da Pinkwards hin. Um jetzt nochmal das Warding im Late Game so ein bisschen unterzubringen, kommt es natürlich darauf an, wie unser Game steht. Ne? Sind wir als blaues Team zum Beispiel gut im Game und haben viele gute Leute, die richtig wirklich aktiv sind, dann ist es wichtig, dass wir aggressiv warden. Ja? Das heißt, wir wollen die Kontrolle über den gegnerischen Jungle haben. Dann sind Wards überall im gegnerischen Jungle sehr gut. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel solche Wards haben, dann wissen wir sofort, okay, der gegnerische AD-Carry, der ist hier gerade irgendwo am Rumlaufen und wir haben vielleicht einen guten Zed in der Mitte, der sieht, okay, der gegnerische AD-Carry macht gerade hier den Buff und dann geht der hier und, weißt du, du als Supporter stellst hier ein Ward oder eine Weitsicht-Modifikation oder Pink-Ward oder was weiß ich, ist scheißegal, Hauptsache es gibt Vision. Und dann geht dein Midlaner hier hin und fickt einfach den gegnerischen AD-Carry weg, ja, das gegnerische Team ist eh schon extrem defensiv und eure Leute sind sicherer, sie trauen sich in den gegnerischen Jungle rum und ihr wisst, was die Gegner machen. Das heißt, ihr könnt extrem aggressiv warden. Und ihr könnt ständig Leute picken, weil die Leute, gegnerischen Leute, laufen hier ständig durch den Jungle irgendwie. Ihr kennt das ja meistens, ja. Ihr seid schon mega im gegnerischen Team und dann heißt es, dann sagt euer Jungler, er kann nicht mal seinen eigenen Jungle betreten, weil permanent die Gegner da rumrennen, ja. Das ist durch gutes Warding halt wichtig. Umgekehrt ist das Ding natürlich, wenn ihr in euren Jungle reingepusht werdet, beziehungsweise ihr das Game verliert gerade, ist es natürlich wichtig, dass ihr defensiv wardet. Das heißt, wichtige defensive Wards ist dieser hier und dieser hier. Denn das sind die Key-Positionen. Ihr seht immer, das sind diese großen Kreuzungen, wo Leute langlaufen. Ja? Ansonsten ist dieses Ward hier noch sehr, sehr wichtig und man kann dieses Ward hier stellen. Das heißt, platziert defensive Wards, umso mehr, umso besser im Prinzip, damit euer Team sieht, wenn die Gegner bei euch im Jungle rumlaufen. Oft ist es dann, kann man auch sagen, hey, okay, wenn ihr dann nämlich jetzt genau das Szenario habt, der gegnerische Midlaner, der gegnerische Zed, meint hier auf die Kacke hauen zu müssen und euer AD-Carry ist hier. Aber ihr seht jetzt schon, der gegnerische Midlaner kommt hier. Dann könnt ihr vielleicht schon sagen, okay, Jungler ist noch in der Nähe und so weiter. Dann könnt ihr sagen, okay, der kommt jetzt hier gleich rüber. Der steht hier schon in den Startlöcher. Der AD-Carry ist gerade hier am Machen. Und dann springt er rüber und dann sind wir schon alle Mann hier und können dem auf die Fresse geben. Ja, das ist dann die andere Synergie. Und so müsst ihr immer gucken. Natürlich ist klar, dass ihr auch immer den Baron irgendwie so ein bisschen gewardet haben müsst und den Dragon. Logisch. Ja. Das war's dann auch mit dem Warding Guide. Hab's jetzt am Ende ein bisschen kurz gefasst, aber es war natürlich ein extrem langer Guide. Tut mir super leid, aber ich möchte natürlich alle Informationen. Ich könnte natürlich auch so ein 5-Minuten-Ding machen, aber dieses ganze Wissen, was ich euch jetzt geben wollte, schaffe ich niemals in 5 Minuten runterzubringen. Das tut mir super leid, aber das geht nicht. Ich könnte so 5-Minuten-Dinger machen, aber das bringt euch dann auch nichts, weil dann könnte ich sagen, ja, ihr stellt da und da und da ein Wort. Ihr wisst aber nicht, wann ihr das stellen sollt oder warum überhaupt und wieso. Und jetzt habt ihr so den Hintergedanken und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Moin Moin Leute, schön, dass ihr am Start seid hier zu einer neuen Runde Solo-Queue-Guide. Heute im Thema haben wir das Split-Pushing, wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe mir letztens in einem Game fast die Augen ausreißen können, wo ich gesehen habe, wie meine Leute, weil die das einfach nicht verstehen. Und anstatt sich darüber zu ärgern, hilft nur eins, ich bring's euch bei.